Ahoi, wir sind in Guerrero Negro angekommen. Wir stehen jetzt hier bei diesem Supermarkt. Einfach noch ein bisschen was einkaufen. Judith ist drinnen. Ich bin hier beim Auto geblieben. Und wie wir hergekommen sind, haben wir nur die Ichiwis schon wieder gesehen. Und Rico ist schon wieder am Schrauben. Da ist irgend so eine Deutsche mit ihrem Isuzu. Und der ist ja irgendwie hier am Parkplatz verreckt. Und Rico ist schon wieder am Basteln. Wir haben auch wieder irgendeinen Spaß. Hier. Es gibt wieder mal ein neues Luftverlustmysterium. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber irgendwo dahinter verliert er Luft. Also vielleicht Handbremsventil oder so. Müssen wir schauen. Wenn wir heute Morgen aufgestanden sind, hat er schon wieder irgendwie nur. Also hat er keinen Druck gehabt. Also er ist sogar abgefahren bis unter den Absicherungsdruck. Hat ein bisschen gebraucht, wieder aufzubauen, aber. Das ist auf jeden Fall nichts Tragisches. Das kriegen wir schon hin. Insbesondere wenn man einen Rico hat. Hast du heute schon das goldene Feldmechaniker-Abzeichen verdient? Also hier einkaufen. Ein schöner LKW. Zwei schöne LKW. Ein schöner Mechaniker. Ja, Müllabfuhr auf Mexikanisch. Sie schmeißt es runter, er schmeißt es auf den Pickup. Nur ein ganz kleines Stück weiter südlich von Guerrero Negro geht es durch die Salzfelder nach Ojo de Libre. Manuela hat in ihrem Reiseführer sogar noch ein paar Infos für uns. Sind japanische Eigentümer. Geliefert wird denn auch vornehmlich nach Japan. Das Solarsalz wird aus dem Meerwasser gewonnen, und die starke Sonneneinstrahlung verbunden mit einer ständigen Brise sorgt für schnelle Trocknung. Hoch türmen sich die Berge der weißen Kristalle, zwischen denen riesige Förderbänder verlaufen. Und unablässig verkehren die schweren Lastwagen der Esser mit ihrer Fracht auf den Straßen. Das war's. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann fahren die schweren Lastwagen da mal schön durch. Ach, wie sehr genießen wir unsere kleine Reisegruppe. Der eine weiß einfach immer, welche Schraube fehlt. Der andere sorgt für Zusatzinformationen aus dem Reiseführer. Gemeinsame Abendessen und Spieleabende runden die Sache perfekt ab. Für heute haben wir uns gemeinsam einen ganz besonderen Stellplatz herausgesucht. Denn hier, in der Bucht südlich von Guerrero Negro, sollen sich in den Wintermonaten eine Menge Wale aufhalten. Manch einer spricht aufgrund der Vielzahl der Tiere sogar von einer Walsuppe. Wir sind also mal sehr gespannt, ob wir auch welche zu sehen bekommen. Ausnahmsweise sind wir also auch mal bereit, $10 für 2 Nächte zu zahlen. Für gewöhnlich lassen sich eigentlich in ganz Nordamerika fast immer gratis Stellplätze finden. Nur in diversen Nationalparks ist man gezwungen, auf Campgrounds zu gehen. Heute ist wieder der große Flaggenklebetag. Heute zum ersten Mal aus dem Bad. Wir sind schon so weit, dass wir aus dem Bad rankommen. Ja, wie mache ich das jetzt am kriegsten? Nicht falsch rum, gell? Ich wollte gerade sagen, nee, nicht falsch rum. So. Ja? Okay. Ich habe keine Ahnung auf deine. Oh je, das sieht schwierig aus. Ja. Geht das? Nee. Immer so gerade. Das kann ich noch nicht ganz sehen, aber wie von meiner Position aussehen.
Aber kannst du nur reingucken? Ah, du machst das schon gut, egal wie es wird. Ja, das Komische ist ja, ich akzeptiere auch eine schiefe Flagge. Nee, ich nicht. Das weiß ich. Deswegen machst du es ja auch selber. Übrigens Flagge Nummer 20, die Yoda hier kriegt. Ja, ich habe mir irgendwie gekriegt. Mit zwei Luftlöchern. Drei Luftlöchern. Siehst du die selber eh auch, gell? Mal Blasen, ja. Aber vielleicht gehen die noch weg. Tatarata! Schönen guten Morgen. Dem Kollegen hier zufolge kann man schon so ein bisschen ahnen, was wir heute machen. Wir machen heute nämlich wieder mal eine Whale-Watching-Tour. Okay, dann mal alles fix verpacken und warm anziehen. Wenn das Boot losfährt, könnte es etwas frisch werden. Wir fahren also etwa 15 Minuten raus aufs Wasser und schon haben wir Glück und die ersten Grauwale lassen sich sehen. Der Guide stoppt sofort den Motor. Jetzt ist es also an den Walen, wie nahe sie den Booten kommen wollen. Es ist eine Walmutter mit ihrem Kalb, die sich hier zeigen, und was jetzt passiert, hätten wir uns, glaube ich, im Traum nicht vorstellen können. Es ist ein unglaubliches Geschenk, was uns die beiden hier machen. Den Tieren so nahe zu sein, ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Wir sparen uns jetzt einfach weitere Worte und lassen die Bilder für sich sprechen. Gailos. Moltos. Ja, also das habe ich mir jetzt nicht so gedacht, dass ich so. Das habe ich mir genauso erhofft. Ja. Na, hast du ihn angefasst? Ich habe es roh angefasst, ja. Tschüssi. Danke. Oh Gott. Tatsächlich einen Wal berührt. Ja.
kreisen uns ein. Das ist das Ende. Da ist noch einer. Noch zwei. Da hinten überall Unser Guide hat uns übrigens dazu aufgefordert, die Tiere anzufassen. Die Situation selbst hat uns auch das Gefühl gegeben, dass die Wale fast einfordern, dass man sie berührt. Sie scheinen es so zu lieben, wenn man über die Haut streicht. Sie kamen so nahe an die kleinen Whale-Watching-Boote und blieben minutenlang in unserer Nähe. Unser Guide sagt, dass sich insbesondere Mütter mit den Kälbern auf diese Art und Weise oft die Zeit vertreiben. Wir können uns nicht vorstellen, dass den Tieren die Berührung geschadet hat. Allerdings haben wir im Nachhinein gehört, dass möglicherweise, wahrscheinlich eher bei verletzter Haut, Krankheiten übertragen werden können. So, wie ist dein professionelles Wahlfazit? Ach, das war einfach verrückt. Ich habe ja schon gedacht, Vancouver Island Tour war cool und war sie auch. Aber die Dinger wirklich zum Greifen nahe zu haben, war einfach nochmal noch genialer irgendwie. Krass, also ich weiß nicht, wie viele Wale wir jetzt insgesamt gesehen haben. 30, 40, 50. So, irgendwas. Ist das ein Hund oder ein Vogel? Das ist ein Vogel. Vögel da. Der Messi. Naja. Also, Fazit. Ist der muy geil. So ungefähr, ja. Also ich glaube, man kann sagen, wenn man... Nicht mal, wenn man auf der Baja ist, nicht mal, wenn man in Mexiko ist, sondern einfach, wenn man auf der Panamericana ist, muss man hier vorbeikommen. Hilft nichts. Hilft alles nichts. Ich meine, ich habe einen Wal angefasst. Ein Walbaby angefasst. Gibt es was Krasseres, was man machen kann? Ich glaube nicht. Also, so cool. Also jetzt geht eigentlich echt nicht mehr besser. Haben wir schon oft gedacht, aber... Das habe ich dich schon mehrfach sagen gehört. Ja. Jetzt schwenk auf die Dixi-Klos. Auf die Dixi-Klos, ja, hier. Moderne Kunst. Nach zwei sternklaren Nächten verlassen wir den Ort, der uns wahrscheinlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, wieder. Heute haben wir einfach der Spaßeshalber mal einen Gast bei uns dabei. Zora von den Itchy Reels, die sie vor einigen Jahren hier auf der Baja mitgenommen haben, fühlt sich offensichtlich auch bei uns im Fußraum ganz wohl. Wir erreichen die Oase von San Ignacio und plötzlich sind wir von Palmen umgeben. Kurzer Zwischenstopp in San Ignacio. Hier. Ja, der kurze Stopp hat für den kleinen Ort mit 700 Einwohnern auch gereicht. Dennoch ist die palmige Vegetation rund um San Ignacio recht einzigartig und spannend zwischen all den Wüstenlandschaften, in denen wir auch die kommende Nacht verbringen. Quasi irgendwo im Nirgendwo. Am nächsten Tag soll es wieder an die Ostküste der Baja gehen. Wir genießen die Ausblicke während des sonnigen Wetters, was allerdings wärmer aussieht, als es ist.
Während wir mit unseren Trucks so durch die Wüste schaukeln, sind wir immer noch dabei, die Erlebnisse der letzten Tage zu verarbeiten. Wenn einem Tiere des Ozeans, der für uns eigentlich eine andere Welt darstellt, so nahe kommen, ist es einfach magisch. Was wohl in den Köpfen der Wale vorgehen mag, wenn sie uns Menschen sehen? Eine Frage, die wohl niemand beantworten kann. Unsere Köpfe und Herzen sind einfach gerade voll mit Glücksgefühlen und großer Dankbarkeit. Die Baja ist insbesondere für Overländer einfach eine unglaubliche Reisegegend, welche uns nicht nur mit gutem Wetter, wundervollen Stellplätzen, sondern eben auch mit vielen Tierbegegnungen verwöhnt hat. Um nur eines vorwegzunehmen, das waren nicht die letzten Delfine und Wale, die wir hier gesehen haben. Freut euch also auf die nächsten Folgen. Viele von euch haben uns wissen lassen, dass wochenends so viele Videos von Reisenden rauskommen, dass sie sie kaum noch genießen können. Aufgrund dieses Feedbacks haben wir beschlossen, euch ab jetzt den Wochenstart zu verschönern. So habt ihr also auch etwas, worauf wir euch montags freuen können. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.